Bis heute hat in der Hämophilietherapie die Behandlung mit Gerinnungsfaktoren eine sehr hohe Bedeutung. Bis Anfang der 60er Jahre gab es keine Therapiemöglichkeiten und die Patienten erreichten häufig nicht das Erwachsenenalter. Dank der schrittweisen Entwicklung der Faktor-8-Ersatztherapie und der kontinuierlichen Weiterentwicklung hat sich die Versorgung der Patienten deutlich verbessert. Für Patienten mit einer schweren Hämophilie A ist die Therapie mit Faktor-8-Konzentraten eine langjährige Erfolgsgeschichte über Jahrzehnte. Das hat angefangen mit den Kryopräzipitaten, wo erstmalig ausreichend Faktor 8 im Konzentrat war, um Blutungen effektiv zu behandeln. Und das hat sich fortgesetzt mit den Faktor-8-Konzentraten, mit denen eine prophylaktische Therapie möglich war. Die rekombinanten Faktor-8-Konzentrate haben dann dem Patienten noch größere Freiheiten im Sinne einer individuellen Blutungsprophylaxe ermöglicht, die dazu geführt haben, dass heute Patienten deutlich später oder gar keine Gelenkschäden entwickeln. Ziel der Prophylaxe ist es, Blutungen zu vermeiden. Erst durch die Faktor-8-Produkte wurde die Prophylaxetherapie überhaupt möglich gemacht und ist bis heute Goldstandard. Alle Patienten führen heute eine Heim-Selbstbehandlung durch. Das heißt, es lernen schon die Eltern des hämophilen Kindes früh, den Faktor 8 intravenös zu verabreichen. Im Alter von 10 bis 12 Jahren lernen die Patienten das dann selber und es bleibt übers ganze Leben bei einer ärztlich kontrollierten Heim-Selbstbehandlung. Und mit dieser individuell angepassten Faktor 8-Substitution kann man ein blutungsfreies Leben ermöglichen. Für die Spezialisten, für die Hämostasiologen spielen langjährige Forschung und Langzeiterfahrung bei der Therapieentscheidung eine große Rolle. Die Langzeiterfahrung mit Faktor-8-Konzentraten ist über 50 Jahre jetzt gegeben. Und dadurch, dass wir den Patienten individuell dosieren können, das heißt, wir passen die Faktor-8-Substitution an die Aktivitäten im Leben an, wir passen das an Pharmakokinetik an. Pharmakokinetik heißt, dass wir Faktor-8-Spiegel im Blut immer zu jedem Zeitpunkt messbar haben wollen, um damit spontane Blutungen, aber auch Blutungen bei sportlichen Aktivitäten zu verhindern. Noch immer ist die Faktor-8-Therapie bei Blutungen und chirurgischen Eingriffen oder Operationen notwendig. Patienten mit einer schweren Hämophilie A sind heute alle auf einer prophylaktischen Behandlung. Trotzdem kann es aber im Rahmen von Verletzungen oder Unfällen zu Blutungen kommen. In diesem Fall muss man den Faktor-8-Spiegel durch zusätzliche Substitution in den Normbereich anheben. Das gleiche gilt für operative Eingriffe, wo wir durch die Faktor-8-Substitution den Faktor-8-Spiegel normalisieren, sodass Hämophilie-Patienten wie alle anderen Patienten auch operiert werden können, ohne dass es zu einem größeren Blutverlust kommt. Auch bei alternativen Therapien werden wir in Zukunft bei Blutungen und Operationen auf die Faktor-8-Substitution angewiesen sein, weil der Effekt der Blutstillung mit diesen alternativen Therapien zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausreichend ist, um bei Operationen eine suffiziente Blutstillung zu gewährleisten. Ein guter Schutz ist eine individuelle, ganz auf den Patienten abgestimmte Faktor-8-Therapie. Aber wie genau kann diese aussehen? Für unsere Patienten mit schwerer Hämophilie A bevorzugen wir heute eine maßgeschneiderte Therapie. Die richtet sich sowohl nach dem Aktivitätsniveau des Patienten als auch nach pharmakokinetischen Parametern des zugeführten Faktor 8. Die Faktorenkonzentrate haben sich dahingehend verbessert, dass es jetzt Faktor 8-Konzentrate mit einer verlängerten Halbwertszeit gibt, die es uns ermöglichen, entweder seltener zu spritzen oder bei gleicher Häufigkeit höhere Faktor 8-Spiegel bei den Patienten zu erzielen. In Zukunft sehe ich die Gentherapie als eine interessante Variante, weil dann der Faktor 8 durch körpereigene Zellen in der Leber produziert wird und die Substitution nicht mehr über die Vene notwendig ist.